Der Rücktritt war wegen der Größe des Skandals unvermeidlich. Es geht ein Manager, der als detailverliebter Techniker bekannt geworden ist und einst angetreten war, die Qualität der Autos zu verbessern. Und wenn man noch groß geworden ist im Schwabenland, in der Nähe von Zuffenhausen, wo man tagtäglich dann die schönen Porsche sehen konnte, wird automatisch ein Mensch, der sich für Autos interessiert. Und deswegen bin ich auch gerne Autoingenieur geworden. Erst im Frühjahr hatte Winterkorn einen heftigen internen Machtkampf mit Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch gewonnen. Piëch hatte Winterkorn geholfen, im Volkswagen-Konzern schnell nach oben zu kommen. In den 80er Jahren wurde Winterkorn Teil der Qualitätskontrolle bei Audi. 2002 übernahm er die Führung der Volkswagen-Tochter. 2007 dann der Aufstieg zum Chef der Marke VW, wo er für Rekordgewinne sorgte. Doch immer stand er im Schatten des VW-Patriarchen Ferdinand Piëch, bis Winterkorn selbst seinen Mentor im April verabschiedete. Dieser Konzern und seine Menschen und auch ich haben Herrn Dr. Piëch sehr viel zu verdanken. Das bleibt. Und vor dieser Lebensleistung habe ich großen Respekt. Winterkorn sei der bestmögliche Vorstandsvorsitzende, quittierte ihm noch im April der Aufsichtsrat. Rückendeckung auch aus der Belegschaft. Winterkorn betonte oft, wie wichtig ihm eine gute Beziehung zu den Mitarbeitern ist. Aber nicht alles lief glatt. In China etwa verkauft VW dieses Jahr weniger Autos. Und in den USA schwächelt der deutsche Autobauer schon lange. Doch Winterkorn war entschlossen, das zu ändern. Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass USA wieder Autos kaufen wird, mehr Autos kaufen wird als in diesem Jahr. Und ich glaube, wir sind dann gerade richtig mit den Produkten am Markt, wenn Amerika der Markt wieder aufgeht. Das war 2009, das Jahr, in dem VW wohl begonnen hat, Dieseltests zu manipulieren. Ob Winterkorn das wusste oder nicht, als Konzernchef hat er die Verantwortung für die Aktivitäten von VW getragen. Nun beginnt die Suche nach seinem Nachfolger. Wer auch immer es wird, er tritt ein schwieriges Erbe an.